Spielst du mit mir? Ja, Super Quantum natürlich, Alter. Oh, ja. Das ist Backbone. Das ist mein Gegner heute. Bist du krass, Alter? Nein, Mann. Nicht? Oi, der Monet, ich dachte, du wärst krass. Keine Ahnung, Mann. Ich habe halt eine gezogen, aber ja, die war nutzlos. Ich habe eine gezogen, hat sich die Stadt ein Monster gezogen, ein Bauernmädchen, bei der Strategie gespielt, blaue Mädchen vor mich angegriffen und hatte nur noch 1-1 Reifen. Ich war dann halt reingeführt. Yay! Die Bauernmädchen! Heute auf Spur wird gewonnen! Hast du gewonnen schon? Das ist mächtig, Alter, so mächtig aus dem Gehirn. Bam! Was hast du gespielt, Lando? Zweite Runde habe ich gegen... Was war das? Das war PP mit Dracos. Also halt Perform Maple mit Dracos Layern. Ja, Pepe das, einfach, Mann. Ja, der Pepe, das neue Pepe. Erste Runde habe ich gewonnen, da habe ich direkt Warning auf den Armageddon Knight gemacht. Mhm. Habe ich mal gewusst, dass er gespielt hat zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und habe einfach durch die Dogfighter Tokens und den... Ah, kam der gut. Sword Trooper habe ich dann OTK gemacht. Okay. Zweites Game... hat er mit Iron Ball angefangen, also er hat mich anfangen lassen, ich hatte dann Tinken und ich hatte dann mit Cosmotown den Tintwister nachgezogen, habe dann nächste Runde erstmal eines Geld geklärt, also den Dieter Turtle und den und die Iron Ball und dann habe ich mit Cosmojo dann seinen Monkey Bot gebanished und dann war das eigentlich ziemlich easy dann nochmal zählen auf der Hand gehabt und der Rest war dann auch
Ich stehe 2-0. Und du, Ron? Ich stehe auch 2-0. Stabil. Ich habe auch gegen Pepe gespielt. Und auch easy. Er hat angefangen, Game 1. Haut mir fettes Feld hin. Den 8er, Graflesia und noch andere Exits. Dann ziehst du 6. Karte, schwarzes Loch. Alter. Und dann gebe ich ihm einfach OTK. Alter, ist krass. Game 2 legt er mir Iron Wall und Chaos Hunter hin. Habe ich verloren und dann Game 2 einfach nochmal OTK. Alter, nice one. Stark. Und du passt eigentlich alles. Spielen wir es auch noch, oder? Warte, bist du Sachen oder sagst du? Ein bisschen nervös. Oh, der Quasi! Warst du nicht vor der Kamera, oder? Nein, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Servus. Wir sind hier mit dem Kaiser. Quasi. Turnierorganisator hier aus Bayern und Umgebung. Der macht immer geile Turniere für uns. Genau, sehr gut. Was für Turniere hast du eigentlich sonst immer hier? Ein paar Fragen für die ganzen Zuschauer, die es noch nicht kennen. Also, seit kurzem mache ich CCG-Turniere, Complexity Card Gaming. Gesponsert von denen zum Teil. Das Ganze findet in Schärding statt, beim Stadtwirt. Und teilweise auch in, genau,
In Pasta im Zeughaus wird dann am 5.5. nochmal so ein Turnier stattfinden. Ich kann ja mal die Übersicht vorlesen. Was dort genau. Also der erste Platz hat halt ein Playset Solemn Strike gekriegt, plus 50 Euro Cardmarket-Gutschein, plus Playset Solemn Strike, Leute. CCG Spielmatte, exklusiv, designt. Diese war sehr gut. Und eine 3D Blaster Karte. Die kann man dann ansehen noch auf Facebook auf der Team Bablet Seite. Die sieht echt gut aus. Sieht der zweite hat der Playset Panel Sorcerer gekriegt mit einem 50 Euro Gutschein, plus eine CCG Spielmatte. Und der dritte nochmal ein Pendel Sorcerer und der CCG Spielmatte, der vierte immerhin nur 70 Euro Cardmarket Gutschein plus Spielmatte und der fünfte bis achte nur 10 Euro Gutschein plus CCG Spielmatte. Also es, ich denke, es lässt sich zählen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, so ein Turnier mitzumachen bei uns, also bei Ihnen. Also wir werden, Team Werbeteam wird auch öfters bei euch, bei denen auch mitspielen. Kommt Leute, ja, schaut vorbei. So, wie war das Turnier für dich so heute? Das Turnier war extrem gut. Es waren auf Facebook angemeldet, ich glaube 22 Spieler. Gestern haben wir dann noch ungefähr 20 zugesagt, also habe ich mit 50 gerechnet, 40, 50. Gekommen sind dann 64, unglaublich, war wirklich super. Das ist eine kleine es Location, ist echt gut. Gab keine Zwischenfälle, alles super abgelaufen. Ja, jetzt spielt gerade Cosmo gegen Cosmo im Finale. Und es wird dann abgeräumt und dann noch sauber gefeiert. Dann saufen wir, feiern hier mit Corsa, den Player. Und danke fürs Interview. Danke auch. Freut uns immer wieder auch in Chatting zu sein. Was geht ab, Leute? Hier ist CCG Chatting. Heute haben wir hier den Unruhr. Was hast du heute gespielt? Mermen. Und die war dein Deck so? Scheiße. Echt jetzt? Wieso hast du verloren? Ich stand 4-2. Ich habe verloren gegen einmal. Das war Monarch. Gegen das Deck kann man nur verlieren mit Mermen. Kann man nichts machen. Der Gegner könnte zwar nicht spielen, aber ich habe einfach eine scheiß Hand gehabt und kommt bei Mermel auch vor, dass du scheiße tust. Das andere Match habe ich verloren gegen was anderes. Boah, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Okay. Ansonsten, was würdest du sonst so sagen vom Turnier? Wie war es für dich? Weil du bist ja noch nicht so lange drin. Ja, ich spiele seit 2 Monaten. Seit 2 Monaten spielst du? Ja. Das ist halt schon. G2 ist nicht schlecht, ja. Das ist auf jeden Fall anstrengend, weil du musst viel überlegen, dann ist noch so ein Gedrang, Gedränge und sonstiges. Und alle stinken. Ja, alle stinken übelst brutal. Und ich weiß nur. Und du, wie viel bist du geschafft? Ich bin 9. Platz. Das interessiert keinen. Nein, das interessiert aber keinen, weil ich hier mit Interview mit dir mache, oder? Okay. Ansonsten auch nur viel Glück beim nächsten Mal. Wir sehen uns bestimmt wieder. Abonnier uns. Abonnier uns bei YouTube. Like und subscribe bei uns. Wir sehen uns. Ciao, Leute. Wenn euch unser Video gefallen hat, checkt uns noch unsere anderen Videos ab. Ansonsten like und subscribe unten. Kommentiert alles, wenn ihr wollt. Checkt unsere anderen Sponsoren noch ab. Unsere Facebook-Seite wird auch immer neu aufgefrischt. Ansonsten leidet es nicht.